Ja, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Resident Evil 2. Hört sich gerade alles für mich so ein bisschen ungewohnt an, weil ich jetzt so ein übelst ohrenschließendes Headset aufhabe. Aufnehmen tue ich hier immer noch mit meinem Mikrofon. Überlege nur gerade, was ich jetzt mitnehmen muss. Währenddessen, also hört sich irgendwie einfach komisch an, weil ich mich hier auf einmal so dumpf anhöre. Aber ist auch egal, machen wir es einfach jetzt mal hier zurück wieder zum Let's Play. Werden gegen Gift auch was mitnehmen. Also hier sehen wir schon blaues Kraut, beziehungsweise blau-grün gemischte Kräuter da. Schau mal, ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich schon alles eingesammelt? Ich glaube schon, ne? Also hier ist nichts zu finden. Einmal ganz kurz den Mauszeiger aus dem Bild. So, jetzt passt das auch wieder. Ah, und hoffe mal, dass das alles jetzt gut über die Bühne laufen wird. Wir nehmen keine Pistole mit, weil wir die zumindest meiner Meinung nach jetzt erstmal noch nicht brauchen. Gegen Zombies haben wir das und das. Wobei ich eher das gegen Zombies nehme, das gegen eventuelle pflanzliche Gegner und Licker. Also sollte auf jeden Fall mehr als ausreichend sein, denke ich mal. Zumindest für das, was wir noch vor uns haben. Wenn nicht, mein Gott, dann packe ich halt die Pistole wieder aus. Nur ja, was mich ein bisschen verwundert hat, also ich konnte mich ganz dunkel dran, blau war mir erst, konnte mich ganz wohl, dass man auch als Claire eine Schrotflinte hatte, aber hat man wohl doch nicht. Mein Gott, ist das merkwürdig mit diesen komplett umschließenden Muscheln, das dämpft alles so ab, selbst meine eigene Stimme ist total abgedämpft hier. Ach, Herr Jemini, Herr Jemini. So gut, machen wir uns jetzt erstmal hier in diesen, ja, ich möchte es mal nicht Wahlsperma nennen, aber es sieht schon sehr verdächtig aus. Aber es klärt sich auf, dass es was ganz anderes ist, dieses weiße Zeug. Und es ist nämlich Eis. Wie wir sehen können, hier ist alles ziemlich gut zugefroren mit einem leichten Nebel da unten. Dieser Gefriernebel halt. Was haben wir denn hier? Eine Sicherungsklemme. Natürlich nehmen wir die mit. Die können wir da immer gut gebrauchen. Denke ich doch mal, oder? Eine Steuerung für Experimente bei extrem niedrigen Temperaturen. Ich könnte hier die Superleitersicherung einsetzen, wenn ich eine Sicherungsklemme hätte. Ja, was ein Zufall, wir haben eine. Tja, und was wir dann damit anfangen können, wenn das Gerätchen hier gleich mal fertig wird, das zeige ich euch natürlich dann sofort, wenn es möglich ist. Was nicht allzu lange dauern dürfte, ist auf jeden Fall eine recht interessante Sache. Aber das ist ja recht interessant. Nicht unbedingt. Das ist quasi nur eine Sicherung. Ne, macht man eine Sicherungsklemme ja auch natürlich Sinn. Und jetzt haben wir eine Hauptsicherung erhalten. Eine Hauptsicherung kommt, wie man es richtig vermutet, in einen Hauptschaltkasten bzw. Stromkasten. Da wir hier bei Resident Evil sind, insbesondere bei Umbrella Inc., kann man sich natürlich denken, dass das, dass der Sicherungskasten nicht ganz so klein ausfällt, sondern halt auch ein bisschen größer ist. Muss er hier unten auch in diesen Hive, nenne ich es mal, ein bisschen mehr versorgen als nur eine kleine, als nur ein kleines Mehrfamilienhaus mit ein paar Zimmerwohnungen drin. Tadam. Ha, und schon sind wir von Notstrom auf vernünftiges Licht umgeschwenkt. Gehen jetzt mal hier rein, schauen mal, was wir hier drin alles finden. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, jetzt kommt wieder die Sache. A-Szenario haben wir ja schließlich hier nicht durchgezogen. Nein, nein, nein. Ich habe was Wichtiges vergessen. Ich glaube zumindest, ich habe was Wichtiges vergessen. Werden wir jetzt gleich sehen, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Wobei, so wichtig ist es nicht. Aber werde ich trotzdem zur Not halt gleich noch einmal wieder zurücklaufen, falls es sein muss. Ach, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt ziemlich. Ah, was haben wir denn da? Hui, gidigit. Aber erstmal schauen wir hier. Ein Laborschlüssel. Ist zwar für mich eher eine Laborschlüsselkarte, aber lassen wir mal beim Laborschlüssel. Sieht aus wie eine Schließkarte für ein Laboratorium. Was haben wir hier? Die Leiche eines Forschers. Sieht aus, als hätte er überall Öl ausgekippt. Jo, das ist eine. Was haben wir hier? Sicherheitshandbuch des Labors. Sicherheitshandbuch des Labors. Sicherheitsmaßnahmen im Notfall. Im Falle eines Ausbruchs von gefährlichen experimentalem Biomaterial konzentrieren sich alle Notfallmaßnahmen auf die unterirdischen Transportmöglichkeiten.
Werden bei der Sicherheitsüberprüfung anormale Werte bei transportierter Fracht festgestellt, wird alles Material automatisch von der Ladezone zum bereitstehenden Hochgeschwindigkeitszug umgeleitet. Dort wird dann das gesamte Material isoliert und unverzüglich entsorgt. Im Falle des Eintretens der Notfallstufe wird der gesamte Zug gesäubert und ohne Verzögerung komplett entsorgt. Sollte das Labor selbst verseucht werden, wird die nördliche Transportroute für den Materialnachschub zum Fluchtweg umgestuft. Diese Route bietet dann einen sicheren Zugang zu den Verteilerknotenpunkt außerhalb der Stadtgrenze. Es ist strengstens verboten, irgendwelche Informationen preiszugeben über die hier laufenden Forschungsprojekte oder auch nur die Existenz dieser Anlage einzugestehen, da die Geheimhaltung der Forschung von äußerster Wichtigkeit ist. Kann unter gewissen extremen Umständen die Benutzung der Fluchtwege verwehrt werden? Ihr habt es gelesen, also... Da liegt da noch was. Hallo. Benutzerregistrierung. Ach ja, ja, kann man leider nichts mit anfangen, weil ist ja nicht mein Speicherpunkt, leider. Benutzerregistrierung für den Raum Kulturexperiment. Benutzername Ghost, also Gast, Passwort keins. Gültigkeitsdauer 24 Stunden. Da ich bezweifle, dass in diesem Safe Game ebenfalls im A-Szenario das genutzt wurde. Oh, nehmen wir das mal gern. Also, dass es da halt benutzt wurde, denke ich mal, also die Gästeregistrierung, vermute ich mal, dass wir hiermit nicht wirklich was anfangen können. So, und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich zurück müssen. Ich werde dennoch mal zurückgehen. Ach, das stört mich gerade wieder wirklich, dass ich... Ja, also, ihr habt ja gesehen, da lag jede Menge Öl. Ein Feuerzeug war dort ganz praktisch gewesen. Mit Leon hatten wir eins immer dabei, mit Claire leider nicht. Ach, das stört mich jetzt sowas von. Ach, das ärgert mich einfach. Noch nicht ganz angefangen, keine 5 Minuten dran. Ja doch, 7 Minuten, okay. Aber trotzdem, das ärgert mich. Na los. Komm, hopp. Haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, Feuerzeug, wo bist du? Gehen wir mal vorne mal kurz einen anderen Weg, wegen wir haben ja da eine Schlüsselkarte und ich weiß das echt nicht mehr, ob wir jetzt oben, also in dem blauen Bereich, die Tür damit öffnen können, die ja verschlossen ist, oder nicht. Wir versuchen es einfach mal. Ich denke mal, wenn es funktioniert, super, wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber ich weiß das echt nicht mehr. Das ist etwas, was mich auch gerade wieder so ein bisschen stört. Liegt übrigens eventuell auch an Big Pump, der Energy Drink mit wortwörtlich Gummibärchengeschmack. Ich habe die Dinger eigentlich früher immer nur aus Spaß immer Gummibärchensaft genannt. Also Gummibärensaft. Das ist doch perfekt. Aber hier was. Ja, das ist auch der Benutzerregister. Und sie ist gelb. Das bedeutet, wir können es doch machen. Ja, bringt noch nichts. Aber gut, heißt, wir können den Raum doch öffnen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber ist doch schon mal gut zu wissen. Gut, dass wir da nochmal nachgegangen sind. Also nachgeprüft haben das Ganze. Wäre es nämlich jetzt blau gewesen, wären wir nicht weitergekommen. Hätten wir überhaupt schon hier sein dürfen? So früh? Ja, hahaha. Ha, ha. Burn! Hört auf! Burn, lieber! Ja. Jetzt haben wir noch die zweite Pflanze. Hallo, Pflanze! Burn, Baby! Burn! So wie es sich gehört, was haben wir denn hier Schönes? Ein Lichtschalter, aber natürlich. Wir klebten eigentlich an der Wand. Oh, nichts Interessantes für uns zumindest. Gut zu wissen, Pflanzen waren jetzt hier drin. Ich kann mich noch so leicht aus dem A-Szenario erinnern. Schön. Also ich kann mich noch aus dem A-Szenario erinnern, dass wir dort keine Pflanzen hatten, sondern jede Menge Zombies. Ansonsten können wir hier schon irgendwas machen. Ach ja, hier ist das mit der Diskette. Impfgrundstoffsynthese. Ob wir die brauchen können? Ich weiß das echt nicht mehr. Das ist echt schon zu lange her, das Ganze.
Ich kann mich zwar noch ungefähr erinnern, wo was wie ist, aber war nicht da im Schränkchen oder was? Also wo ungefähr was ist allerdings die Impfstoff. Ich weiß, bei Resident Evil 3, da gibt es einen Impfstoff, den man gebrauchen kann. Aber hier kann ich mich echt beim besten Willen nicht mehr dran erinnern. Ganz ehrlich. Das ist einfach schon zu lang her. Aber kann gut sein. Also bezweifeln möchte ich es auch nicht. Aber wir lassen uns einfach überraschen, weil ich sag mal, wie gesagt, so lang wird dieses Let's Play jetzt auch nicht mehr gehen. Leider. Dafür ist Resident Evil einfach ein bisschen zu kurz. Aber es wird ja nicht das letzte Let's Play von Resident Evil 2 sein. Schließlich gibt es dann noch das A-Szenario mit der Claire und das B-Szenario mit... jetzt wollte ich schon Chris Redfield sagen. Ich meine natürlich mit Leon S. Kennedy, der ja mehr oder weniger der neue Superheld geworden ist. Habe ich jetzt eigentlich schon die Sprinkleranlage eingeschaltet? Ach ja, komm. Nein! Verdammtes Mist, wie dafür burnst du jetzt? Na los, komm schon, burn! Ja! Genauso gehört sich das. Ja, ja, ja. Hast du mal Glück gehabt. Zumindest ein bisschen, oh Pflänzchen, du. So, ich bin mir nicht sicher, was jetzt kommt. Deswegen, ich bin der festen Meinung zumindest, zu wissen, was kommt. Beschwören will ich es aber nicht, aber wir werden es ja jetzt sehen. Ich hoffe mal nicht spüren, sondern nur sehen. Und? Da kommt man näher. Ach. Nee, dafür bin ich jetzt zu stolz. Ach nö. Fahrbahn brauchen wir nicht unbedingt. Von der Pflanze zerstört worden. Ja, das soll auch vorkommen. Ja, komm, komm, ich will in diesen super Sicherheitsschrank reingucken. Jawohl. Seht ihr also, wir brauchen definitiv nichts mehr gegen Zombies. Dafür haben wir wirklich mehr als genug dabei. Jo, war hier nicht irgendwo die Türe? Bin ich jetzt... Da, nimm noch die Türe, aber schauen wir erstmal hier auf den Schreibtisch und... Ach ja, stimmt, das wollten wir nicht, beziehungsweise wollte ich nicht. Ich glaube, jetzt können wir wieder die Feuerpatronen gebrauchen. Wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr... Ich hoffe mal natürlich, dass wir sie nicht brauchen. Ich habe das extra nicht eingesetzt für den Fall, dass wir jetzt doch ein bisschen vergiftet werden von einem dieser zwei netten kleinen Pflänzchen da. Ja, 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 von wegen. Fitch. 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 Haben wir schon direkt beide erwischt? Ach so, okay, dann haben wir gerade einen Schuss versemmelt. Vollkommen grundlos. Aber egal, wie oft brauchen wir schon die Feuermunition? Also, da können wir jetzt ein bisschen mit prassen gehen. Naja, so viel rumgeprasst ist jetzt eigentlich nicht. Nehmen wir mit und heilen uns direkt mal. Ja, da geht's uns doch gut, aber hier lag noch ein Kräutlein. Einfach nur zur Sicherheit. Wir sind wieder ein bisschen vollgepackt, aber haben ja immer noch einen Platz frei und es ließe sich zur Not ein zweiter Platz noch frei machen und ein dritter Platz wird ja eh, denke ich mal, schon wieder bald frei werden. Ja, du bist hässlich, du große Pflanze, du bist hässlich. Siehst aus, als hier ganz viele kleine, naja, ich sag's mal nicht, das Wort mit V an sich dran. Ah, ich komme ja aus dem Patronenwechseln gar nicht mehr heraus. So, wo haben wir dich denn? Da hinten. Komm mal lieber näher, bevor ich irgendwas anderes mache. Komm mal näher, komm mal näher, komm mal näher. Hat das den anderen gar nicht wirklich interessiert? Ich habe gerade einen Kollegen umgebracht. Hey, ich habe deinen Kollegen getötet. Da ist noch ein dritter.
Pflanzen lassen wir erstmal hier stehen. Weil ich möchte mich erstmal um den da hinten kümmern. Komm mal her. Verdammt, der ist mit... Verdammt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah. Seht ihr? Und schon haben wir wieder einen Platz frei. Oh, ja, brauchen wir eh nicht. Noch nicht, gar nicht. Weiß ich jetzt gerade gar nicht so ganz genau. Hier haben wir noch unsere zwei Pflänzchen. Sind das drei oder sind das zwei? Egal, wir lassen die erstmal da liegen. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Haben jetzt hier gleich eine Kiste, aber ach mein Gott, was soll's. Was soll's, ne? Wir haben schließlich den Platz. Und Pflanzen haben wir eh wirklich mehr als genug. Theoretisch bräuchten wir gar nichts mehr einsammeln, was Pflanzen betrifft. Oh, was blitzt denn da? Was blitzt denn da? Lageplan des Labors, aber natürlich. So, was haben wir noch hier? Da ist doch so ein schön glänzender Monitor, aber der interessiert nicht wirklich. Lageplan Labor, schauen wir mal Karte an. Dafür brauchen wir offensichtlich einen türkisen Schlüssel. Für oben links den Raum. Für den Raum unten links, da kommen wir eigentlich überall so rein. Gut zu wissen. Wir werden jetzt aber erstmal ein bisschen Platz schaffen. Zumindest ein kleines bisschen. Und zwar indem wir unser Feuerzeug ablegen. Weil das brauchen wir, denke ich mal, überhaupt nicht mehr. Ansonsten haben wir hier sonst irgendwas Interessantes drin? Ja, eigentlich nicht. Also nichts, was wir jetzt benötigen würden. So, aber ich glaube, wir kommen gleich doch tatsächlich nochmal ein paar Zombies ran. Und dafür werden wir... wir nehmen keinen Bogen, wir bleiben bei den Granatwerfer. Weil ich dachte schon, ich bin jetzt hier wieder im gleichen Raum. Aber sind wir ja gar nicht. Ach komm, wir machen schon mal die Gästeregistrierung. Ja. So, Motte. Jetzt überlege ich gerade, welche Waffe effektiv gegen die Motte ist. Ich glaube schon fast, wir sind perfekt ausgerüstet dafür, oder? Ja. Offensichtlich nicht. Machen wir es so. Geh mal kaputt, du blödes... So. Pass mal auf hier. Deine Kinder habe ich direkt mit weggesprengt hier, so ein Scheiß da. Natürlich. Machen wir erstmal so eine schöne Gästeregistrierung. Tja, Username ist Ghost. Beziehungsweise Guest. Nein, 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 nein. So. ST, wir sind drinne. Können wir, brauchen wir keins. Ja. Perfekt, dann kann ich doch noch den Raum zeigen. Also ich hatte ja echt schon Schiss, dass das nicht da ist. Ich bin jetzt auch fest davon ausgegangen, dass wir gar nicht damit drin. Aber ich habe mich geirrt und das ist auch gut so in diesem Fall. Naja, aber die Matte hier veranstaltet hat echt alles andere als feierlich. Damit hat sie diesen doch sehr schmerzhaften, springigen Tod verdient. Ja, 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 da, da. Die hat aber viel aus. Rote Pflanze, die nehmen wir auf den Rückweg mit. Ne, hätte man jetzt schon mitnehmen können, aber was soll's. So, die ist immer noch verschlossen. Ich glaube, jetzt weiß ich auch, wofür das mit der Leuchtfackel war, als wir von der Gondel runtergefahren sind. Hätten wir nicht wahrscheinlich den Schlüssel dafür gesehen. Was haben wir denn hier hinter? Hallo! Ach mein Gott. Wir haben es doch. Oh, 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 oh. Alle tot? Perfekt. War ja doch ein paar mehr, als ich noch gedacht hätte, aber es passt auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ein E-Raum-Schlüssel. E-Raum? E-Raum weiß ich noch, wo der war. Das war, wo wir mit diesen großen Gondelding runtergefahren sind, diesen riesen Fahrstuhl, und da vorher ausgestiegen sind, wo ich die Kiste hin verschoben habe und zuerst nichts gepasst hat. Beziehungsweise uns ins Nichts geführt hat.
Das heißt ja, wir müssen praktisch eigentlich schon wieder ganz nach oben. Viel mehr können wir jetzt eigentlich nicht machen. Ich denke mal, ich bin mir nicht sicher, ob wir uns schon gut ausrüsten sollten mit Heilzeugs. Aber wir belassen es erstmal so. Und ich denke mal, den Bogen etc. kann ich dann auch ablegen. So, aber erstmal wieder ab auf den Rückweg. Ja, müssen jetzt erstmal nichts umstellen. Wie gesagt, wir belassen erstmal jetzt alles so, wie es ist. Da, jetzt ist der Monitor aus. Der war doch vorhin noch so schön am Blinken. Was ist das jetzt? Irgendwie kann ich gerade nichts machen. Und bitte lass das jetzt nicht abgestürzt sein. Also die Musik läuft noch. Aha. Okay. Er versucht irgendein Event zu starten, was aber nicht funktioniert. Huh. Annette! Where's Sherry? But I asked her and she's never even heard of the G-Virus before. Which room? Tell me. Sherry! No! Annette! The sample's inside the pendant Sherry's wearing. So, dieser doch ziemlich aufreibende, beziehungsweise aufreibende, ziemlich auffällige Anhänger um Sherrys Hals. Daran haben wir also den Virus. Ja, möchten wir. Gut zu wissen auf jeden Fall. Und wir haben schon gesehen, Sherry wird gerade nicht von den ganz so netten, ja, ich sag's jetzt, Mr. X. Ja. Du diesmal nicht mein Freund. Du kannst mich mal. Komm, nehmen wir hier auch noch einen mit. Einer reicht. Mitnehmen einfach hier lang. Wie gesagt, wir haben eh mehr als genug halt Zeugs. Naja, diesmal war der Licker keine wirkliche Bedrohung. Passt schon. Passt auf jeden Fall. So, allerdings. Ich weiß, instinktiv sollte man meinen, wir müssen jetzt auf jeden Fall schnell den E-Raum Sherry retten. Machen wir aber nicht. Wir machen was anderes.